Justin privat. Denkt ihr jetzt, es wird so Vlog-Mock mit Hintergrundmusik und seiner Kacke? Nee, wird es nicht, Junge. Das wird Vlog auf meine Art. Guckt euch an, liked oder so. Digga, leck mich am Nacken. Tublet, was machst du da? Funktioniert. Das funktioniert. Ey! Das ist so abartig geil. Meine neue Wohnung, Alter. Noch so auf Motto Haus-Tublet, weißt du? Digga, ganz ehrlich, scheiß nur noch Küche, scheiß auf alles. Guck jetzt einfach raus. Guck raus, Blatt, guck. Ich seh's das jetzt. Nice to meet ya. Step in first, Risa. Überhaupt nicht appetitlich aus, Digga. Sieht scheiße aus, ich schwör. Sieht widerlich aus. Weißt du, wie das aussieht? Kotze, wie deine Kotze. Der hat einfach gekotzt, Junge. Junge, er hat widerlich auch. Stimmt gar nicht. Und wie, Alter. Ja. Wie viel schreien wir? 4 Löffel, Digga. Der Kaffee schmeckt übel scheiße. In Deutschland sagen wir, Walla, der Burger hat nicht geschmeckt. Ja, aber als ob der Typ das gesehen hat, dass wir hier so was rumgeboxt haben. Nicht gut, nicht gut. Der sagt Besitzer. Aber wer ist Besitzer? Justins Besitzer, stimmt. Arschgeile Nummer. Wodka am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. 4 Löffel, Digga. Warte, was ist das, Alter? Schokolade. Schokolade. Ende. Pass auf, wenn es aufplatzt, dann ist es auch vorbei. Dann ist es aus wie Scheiße dann überall. Kobi. Mission failed. Wenn es aufplatzt, dann ist es auch vorbei. Warte, mach mal nochmal. Es geht das. Cool. Mach irgendwas kaputt, Mann, Justin. Komm rein! Also Justin, der Spacken meint, er muss jetzt mit Ligia im Pool springen. Life is fucking good and I'm a fucking professional jumper, blöd. Bye, have a beautiful time! Blech, was ist jetzt los, Alter? Was ist jetzt ab? Ab! Hey! Junge, Alter, kein Wichser. Ja, mach komm! Jetzt wird zu, Digga! Ah! Junge, was? Die Bücher sind RIP! Was ist das? Guck, da siehst du Boot. Siehst du da hinten Boot? Ja. Kauf ich. Irgendwann bin ich auf die grandiose Idee gekommen, einen Blumentopf und eine komplette Liege einfach in den Flur zu stellen vor Dennis seiner Bude und habe ihn dann per FaceTime angerufen und habe ihm die Kacke gezeigt. Alles cool, oder? Auf einmal war Besitzer da und wir so wie zwei Idioten mussten dann die Scheiße wieder rausschleppen. Pass auf, dass du noch gratuliere. Digga, nimm das alles raus, bitte, sonst geht es in die Pumpe rein. Was ist das? Scheiße, Digga. Warum nicht? Warum haben wir das? Ah! Nee! Scheiße, Digga. Für den Arsch. Hast du jemals jemanden gesehen, der so ein Stück, so ein Schenkel in der Bratpfanne zubereitet? Nicht? Mhm. Ja, weil man das auch nicht macht. Ein paar Sekunden später. Junge. Dein Arsch. Fuck! Hör auf, ey! Warte noch. Ey, Justin! Hör auf, ey!
Junge, das spritzt, du Spaß. Ihr müsst euch die Scheiße mal ausdenken. Wir chillen hier komplett, alles geil, Digga. Fast ziehen wir uns rein, Junge. Aber wir haben nicht mal eine scheiß Mikrowelle, um die Nudeln von gestern aufzuwärmen. Die Dinger sind komplett für den Arsch, Digga. Das ist alles trocken, die Wichser. Wir essen hier noch... Wir haben original noch zwei Joghurts da und zweimal Wurst. Ey, guck dir das an, was wir noch da haben. Naja, wie ihr sehen könnt, war der Urlaub absolut geil und im Großen und Ganzen haben wir nur drei Gläser, ein Bett und eine Tür geschrottet. Also alles noch im Rahmen.